Hallo miteinander, Matthias von der Holzhelder, die Holzhelder GmbH mit Sitz in Marbach. Wir sind ein Schmuck-Accessoire-Label, natürlich auch noch zusätzlich Spielzeug, wo wir machen und andere Produkte, da tue ich auch später noch etwas darüber erzählen. Uns gibt es haargenau seit dem November 6 Jahre. 2014 November ist die Marke, der Brand Holzhelder gegründet worden. Dazu mal ganz klar mit dem Fokus, schöne Uhren für männliche und weibliche Handgelenke machen, kann man so sagen. Wir wollen etwas Schönes fertig aus Holz und wir lieben Holzprodukte wie zum Beispiel Holzuhren und Holzarmbänder. Darum war der Fokus am Anfang auf Holzuhren. Wir sind heute so weit, dass wir ganz viele moderne, spezielle Holzuhren machen, wie die, die ich jetzt hier zum Beispiel aus dem Olivenholz, wo sehr wasserdicht ist, oder die, die ich hier habe, das ist unser Pizzpalü. Aber haben es ganz etwas weitergetragen und machen aus verschiedenen Holzarten wie Nussbaum oder geräucherte Eichen, Äpfelbaum, Birnbaum, wo man zum Beispiel so schöne Holzarmbänder machen mit einem Edelstahlverschluss. Sind wir so weit, dass wir schöne Sonnenbrillen machen. Legen Sie mal kurz an. Und unser Fokus ist ganz klar, wir tun besonders sage ich jetzt mal, meine Frau, Ramona und ich, wir designen die Produkte, wir zeichnen die Produkte, wir machen Prototypen und lassen es nachher herstellen, ob das im Inland oder im Ausland ist. Aber es ist immer unser Markenzeichen dahinter. Und unser Markenzeichen sieht man hier nochmal ganz schön. Das ist unser Held, unser Holzheld. Der Held, der aus Holz wunderschöne, einzigartige, spezielle Sachen macht. Das war das Herzensprodukt von mir. So hat es eine Art auch angefangen, wo wir die Firma vor über 3 Jahren übernommen haben, die Holzhelle. Ich wollte uns nach wollen etwas Gescheites machen zum Spielen aus Holz. Nicht aus einem Kunststoff, der irgendwo aus dem Ausland kommt, sondern es soll etwas Stabiles, Schönes haben zum Arbeiten dran. Wir stellen den selber herstellen, hier im Rintel. Wir stellen den schlussendlich einölen, wir stellen den zusammenbauen. Und also alles schlussendlich bei uns in der Familie, bei unserem kleinen Familienbetrieb, wo wir das Ganze machen. Bis hin zum Beispiel auch am Bausatz, wo das Kind als Lernspielzeug das Produkt selber zusammenbauen und noch etwas schlussendlich davon hat. Ja, wie schon gesagt, wir machen sehr viel kundenspezifisch machen. Heisst, wir haben zum Beispiel auch bei den Spielsachen Banken, Versicherungen, wo ihr Logo drauf tut. Da kann man ein Kundengeschenk, ein Werbegeschenk machen. Wir machen zum Beispiel auch hier ein wunderbares Pharmaunternehmen, wo wir aus der Region drauf haben. Da kann man das Böckli, das schlussendlich beim Rheinboot wieder hergestellt wird in Balgach, ist eine Vereinigung, wo soziale und behinderte Menschen arbeiten, wo das in Eigenregie und Eigenhandarbeit produzieren für uns, das Logo drauf lasern und wir tun das dann für den Kunden schlussendlich so fix verpackt mit der Uhr drinnen versenden. Wir können auch auf der Uhr hinten dran eine Gravur machen, wo der Kunde seinen Liebsten etwas Schönes kann schenken und etwas, eine schöne Erinnerung da hat. Ja, wir wären gerne der Blickfang dieses Jahr, um unsere Produkte zu zeigen, weil unsere Produkte, die Holzprodukte, müssen angelangt werden, müssen berührt werden, müssen probiert werden an den Handgelenken. Man muss es in der Hand haben, man muss spielen miteinander. Leider können wir das da ja nicht machen, darum finde ich es eine geniale Idee, dass Blickfang an online eine Live-Show macht, wo man unsere Produkte kann über die Tage anschauen kann. Und sonst folgt uns doch gerne auf Facebook, auf Instagram, schaut auf unsere Homepage auf www.holzheller.ch. Wir freuen uns auf euch und schreibt uns gerne auch über info@holzheller.ch. Wenn ihr eine Frage habt, eine Anmerkung oder Lust auf eine Offerte habt oder einfach so eine Frage. Danke vielmals, Ramona und Matthias.